Ja, fangen wir an. Also, mal ganz kurz vielleicht dazu, wie wir auf die Idee gekommen sind, diesen Slot hier anzubieten. Also, ich saß auf dem LPT an einem runden Tisch mit vier anderen Lokalpolitikern und wir haben uns gegenseitig erzählt, was unsere letzten positiven Anträge in unserem jeweiligen Parlament waren. Dann habe ich dann ganz stolz erzählt, wir haben die Regenbogenfahne beim CSD aufs Rathaus gebracht und alle sagen, toll. Und dann habe ich überlegt, oder wir haben uns dann gegenseitig überlegt, ja, also ist das eigentlich das, was wir wollen, in Parlamente einziehen und genau das tun, was alle anderen Mandatsträger ebenfalls tun, Anträge stellen, die abgelehnt werden, Änderungsanträge stellen, Reden halten, was auch immer, was man in einem Parlament tut, also die Frage zu stellen, die ketzerische Frage, wenn Piraten in Parlamente einziehen, verändert dann das System die Piraten oder verändern das Piraten das System? Und die Frage zu stellen, welchen Abgleich können wir denn hier schaffen zwischen dem, was die Basis sich wünscht, wenn sie Politiker in Mandate schickt, und dem, was, was Mandatsträger in Parlamenten vorfinden. Brüll doch nicht so. Ja, ich werde jetzt auch langsam leiser. Man muss das ja auch umsetzen dann. Man hört es dann, dann setzt man es um und dann fängt man an, irgendwie was zu ändern. Zum Beispiel Mikrofon weiter wegzuhalten, langsamer zu reden. Wird schon. Genau, wo wir beim Thema sind. Veränderungen gehen langsam. Und der Norbert hat sich bereit erklärt, beim Slot mitzumachen. Ich habe mir ja gewünscht, dass noch mehr Kommunalpolitiker mitmachen, der einen eher pragmatischen Ansatz hat, nämlich die Frage zu stellen, wie können wir das, was wir im Kommunalparlament erlebt haben, auf das hessische Parlament übertragen? Wie können wir diese Erfahrungen, die wir gemacht haben, da übertragen? Ich gebe dich mal weiter. Hallo auch von meiner Seite. Also ich bin der Norbert und wir ergänzen uns auch ganz gut, weil der Henrik ja eher in Wiesbaden drin ist, in einem städtisch geprägten Parlament. Und ich komme aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg, der eher ländlich aufgestellt ist. Und wir waren eigentlich beide nach der Wahl vor derselben Herausforderung. Wir werden da in ein System reingeschmissen und versuchen dann irgendwas umzusetzen. Und dann ist dann wirklich so, Vision trifft Realität. Und ich vergleiche das immer ein bisschen damit, also wir haben unsere Piratenprogramme, die auch sagen wir, innerhalb dieser visionären Wolke, die wir als Piraten immer so pflegen, auch recht gut zu funktionieren scheint und treffen dann auf ein ganz anderes Betriebssystem. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt noch in IT-Metaphern bleiben darf. Also wir haben moderne Programme, die auf einem alten Betriebssystem laufen müssen. Und mein Ansatz ist halt so ein bisschen, Hauptsache wir kriegen sie irgendwie zum Laufen und die Leute, die dann in den Fraktionen drin sitzen, die Mandatsträger, die müssen dann sowas wie eine Abstraktionsschicht sein, die im Endeffekt übersetzen quasi das Neue aufs Alte und da wird halt noch nicht alles unterstützt. Und wir hatten auch im Vorgespräch halt diese unterschiedlichen Ansätze für uns festgestellt. Wollen wir jetzt wirklich so von oben anfangen, uns zu überlegen, wie muss piratige Politik aussehen? Da gibt es ja schon eine ganze Menge Sachen, die erarbeitet werden zu dem Thema. Oder eher so einen pragmatischen Ansatz, wie ich verfolgt, dass man halt wirklich erst guckt, an was für Rädchen können wir denn mit unseren beschränkten Möglichkeiten schon drehen und benutzen die, um halt eine gewisse Änderung zu verschaffen. Weil wir müssen uns klar sein, wenn wir in die Parlamente reinkommen, werden wir anfangs nicht in der Position sein, dass wir Mords was verändern können. Also wir werden nach Mehrheiten suchen müssen, wir werden mit den Leuten reden müssen, wir werden dann halt wirklich auch im Vorfeld mit den Leuten reden müssen, um dann gewisse Mehrheiten zu kriegen. Das ist halt ein ganz unglamouröser, unspektakulärer Ansatz, aber im Endeffekt können wir ein bisschen was verändern. Wobei Hendrigan als Gegenargument gesagt hat, das ist ja, lassen wir uns dann schon vom System vereinnahmen. Und dieses Spannungsfeld von den verschiedenen Ideen oder diese Gefahren, die wir da beide gesehen haben, das wollten wir eigentlich so als Kristallisationspunkt jetzt für diesen Slot nehmen, um einfach eure Meinung zu sehen. Welcher Ansatzpunkt ist der richtige? Seht ihr die Gefahren auch? Wenn ja, was kann man dagegen tun? Wenn nein, auch schön. Und das ist so der Ausgangspunkt von dem Slot heute. Ja, also im Prinzip kann man es so ein bisschen in dieses, also mein Ansatz war ja auch, das in der offenen Diskussion zu machen. Also jetzt nicht 16 Punkte dran zu schreiben, über jedes einzelne zu reden, sondern die Frage zu stellen, vielleicht auch in die Runde, wie ihr euch das vorstellt, ob man vom Ansatz der Lokalpolitik, wie hier, und es sind ja auch ein paar Kommunalpolitiker hier, erlebt haben in den letzten anderthalb Jahren, kann man das hoch transponieren, welche Erfahrungen habt ihr gemacht,
Das könnte das ein Ansatz sein, oder aber tatsächlich die radikalste Frage zu stellen, müssen wir überhaupt rein? Also ist das Parlament dort unser Ziel? Denken alle Piraten, die sagen, die auf dem LPT gesagt haben, ja, selbstverständlich wollen wir an der Wahl teilnehmen, das Gleiche? Oder warum schicken wir die Leute rein? Das könnten zwei Ansätze sein, von denen wir uns hier nähern können. Das Bett ist auch für alle, ne? Also, falls es nicht gehört worden ist, das Pad ist auch für alle. Ist es noch online? Okay, also für die Leute, die im Stream gucken, ihr könnt ruhig auch ins Pad reinschreiben. Oder auch von mir. Also darmstadtpiraten.de/kommpiraten. Sag's nochmal für den Stream. Ja, ja. Also das Pad läuft unter darmstadt.piratenpad.de/kommpiraten. Komm mit K. Komm mit K. Komm mit K wie kommunal. Du meinst, du hast dich gemeldet? Ja, ich wollte jetzt einmal die Runde eröffnen. Ich gehe jetzt mal mit der Extremposition ins Rennen. Also ich halte uns eigentlich für nicht geeignet, im Moment in die Parlamente, also Landtag oder Bundestag, da reinzukommen. Weil wir meines Erachtens noch nicht reif genug sind, weil wir uns am Finden sind, weil wir im Moment seit einem Jahr im Grunde genommen uns fast verdreifacht haben, wir erstmal gut tun würden, die Leute, die neu dazugekommen sind, zu integrieren und ein gemeinsames Verständnis zu bekommen. Das, was jetzt gerade drüben im Nachbarraum passiert, nämlich Verständnis von so piratigen Werten zu bekommen. Und erst dann, wenn wir das haben, ich sage jetzt mal nicht im Ideal gesprochen, jeder Einzelne hat das gleiche Verständnis, aber erst dann, glaube ich, können wir mit einem gemeinsamen Ziel vor Augen da reingehen. Bevor ich den Age-Stand nehme, kurze Zwischenfrage. Woran genau machst du das fest? Dass wir da noch nicht reingehören? Ja, also was das Parlament unterscheidet von der piratischen Grundsatzerarbeitung von beispielsweise Themen oder Werten? Ich glaube, wir haben zu viele Mitglieder und zu wenig Piraten im Moment. Das ist so. Also die Denke ist im Moment und überwiegt in meinen Augen von dem herkömmlichen etablierten System und das wird als zu selbstverständlich angenommen. Und ich glaube, wir sind schneller vom System gefressen, als wir gucken können. Okay, also unter dem Ansatz, den du da vertrittst, werden wir nie irgendwann irgendwas tun, weil wir ständig uns verändern werden, ständig neue Werte haben werden, ständig neue Mitglieder haben werden, die wir integrieren müssen. Das heißt, dann können wir uns natürlich als Partei nur darum kümmern, uns selbst verwalten und das war's. Weil wir uns ständig in Bewegung befinden werden. Wir werden ständig Werte neu definieren müssen, wir werden ständig wieder reden müssen, was jetzt eigentlich unsere Werte als Partei sind. Deswegen ist das irgendwie für mich ein bisschen ein falscher Ansatz. Ich sag dir ganz klar, es ist ja erstmal einfach eine Position. Du sollst doch nicht rechtfertigen, nimmst du alle in deinem ganz kurz eingehakt, ich habe jetzt glaube ich schon irgendwie 10 Leute gesehen, die sich gemeldet haben. Ich verliere langsam den Überblick. Würde sich mal bereit erklären wollen, eine Rednerliste zu führen? Michael macht das ganz hervorragend. Nee, lass mal so sein. Ja. Wir sind jetzt angefangen. Also bei dir ging es weiter. Ne? Ja, genau. Wir haben uns als Partei gegründet, weil wir Politik machen wollen, und zwar in dem System, das wir haben. Und entsprechend müssen wir auch die Parlamente reinziehen wollen, dass wir es nicht wählbar machen und wollen auch Politik mitgestalten. Dass wir vielleicht momentan nicht in der Lage sind, die Politik so auszudrücken, wie wir es gerne hätten oder wollen, stimme ich dir zu. Das sind andere Gründe. Das müssen wir verändern, aber wir dürfen trotzdem nicht uns davon abbringen lassen, dass wir Politik anders gestalten wollen, Politik mitbestimmen wollen. So, ich bin fertig, danke. Okay, da musst du im Age ausdrücklich zustimmen. Ich dachte ausnahmsweise. Nein, ausdrücklich. Also es ist so, wenn wir politische Erfahrung sammeln müssen, dann müssen wir als politische Partei die auch in den Parlamenten sammeln. Wir sind jetzt in Kreistagen und Stadtverordnetenversammlungen. Das ist eine sehr niedrige Ebene, aber eine total wichtige Ebene, weil man nämlich da in einem relativ kleinen Umfeld auch das vorantreiben kann, was nämlich unsere Grundwerte sind, nämlich auch Bürgerbeteiligung. Das heißt, man kann mehr Leute einbeziehen. Das habt ihr ja in Wiesbaden auch schön mit eurem Antragstool oder sowas, wo ja wohl doch einiges reinläuft. Wir können parlamentarische Erfahrung lernen, den parlamentarischen Alltag, wie das alles läuft mit Ausschüssen und dergleichen mehr. Dass wir heute noch keine Antragsfabrik sind, die am Fließband irgendwelche Anträge da rein
bringt in die Parlamente und riesige Erfolge feiert. Das sehe ich auch so. Aber das gehört zu dem Lernprozess dazu. Und vor allen Dingen, das, was man in Stadt, im Kreis lernt, das kann man sehr schön auch hoch migrieren auf die nächste höhere Ebene. Also die Probleme, die ich im Kreistag habe, die werden zum Teil beeinflusst von Landespolitik. Und wenn ich das dann erstmal begriffen habe, wie die Abläufe laufen, dann kann ich später, wenn ich im Land zum Beispiel einen Parlamentssitz habe, dann eben auch das Verständnis für die Probleme der Kommunen haben und dann eben auch entsprechende Anträge einbringen. Und das können durchaus ja auch unsere sein. Also ich meine, ich sehe da kein großes Problem, dass ich mich da auffressen lasse von anderen Leuten. Ist es euch recht, wenn wir zwischendrin mal wieder einfahren oder sollen wir jetzt hier einfach die Diskussionsliste weitergehen lassen? Weil sonst würde ich einfach mal versuchen, auf so Argumente oder wir beide auf Argumente von euch einzugehen. Vielleicht dann auch mal aus dieser Erfahrung der Kommunalparlamente. Wie sieht das denn eigentlich aus? Versuchen, so eine Vision, die wir vielleicht haben, die wir vielleicht bestimmt auch alle haben, mit der Realität, die wir gerade vorfinden, abzugleichen. Darf ich ganz kurz zwischendurch, hat jemand jeder die Essenskarte gehabt oder braucht? Nein. Ich hatte ja ganz kurz am Anfang schon beschrieben, welche Erfahrungen wir genau mit diesem System machen. Also, denn es wird bei euch überall so gewesen sein, wir haben Wahlprogramme geschrieben, die sahen super aus, alle haben sich gefreut, genauso machen wir das. Und ich hatte mir so vorgestellt, wir gehen jetzt da rein, gläsern das Rathaus, irgendwie stellst du mir vor, das Rathaus ist gläsern, alle Bürger stehen davor und drücken sich ein Nasenblatt. Aber der Zustand ist eigentlich der, man sitzt drin und winkt und keiner sieht einen. Und wenn wir den Weg durchgehen, durch alle Parlamente, nach oben, dann heißt das nicht, dass man sich korrumpieren lassen muss, dass man da mitmachen lassen muss. Natürlich muss man das nicht, aber es besteht natürlich die Gefahr, dass man in diesem System, das es gibt, einfach stirbt mit durchgeht. Ich denke, die Grünen haben eine ähnliche Erfahrung gemacht. Man kommt in Parlamente und findet die Situation vor, die man dort vorfindet, arbeitet sich ein und macht genau das, was sie auch machen. Und ich gebe einfach mal einen Lichtabgleich. Um nochmal die Frage zu stellen, wählen wir Piraten dafür, dass ihre Anträge nicht angenommen werden? So, jetzt noch kurz ich ein Zwischenfeedback auch zu dem, was der Thumann gesagt hat, zu der Erwartungshaltung, die es gibt. Also meine Erfahrung aus den Kommunalparlamenten ist, alle kochen nur mit Wasser. Also es ist einfach so, dass bei den anderen politischen Mitbewerbern auch nur eine ganz geringe Anzahl von Kompetenzträgern drin ist, dass da auch der Reifegrad der Parteimitglieder sehr, sehr durchwachsen ist. Also meine Einschätzung ist eigentlich, dass wir einen ähnlichen Reifegrad haben wie die anderen politischen Mitbewerber. Also wir haben sicher nicht die Größe und die Finanzmittel, aber was jetzt die Kompetenzen anbelangt oder auch die Mitarbeitsquote, die sicher beklagenswert niedrig ist, die ist aber bei den anderen auch nicht größer. Also ich denke, also wir sind da durchaus auf Augenhöhe mit den anderen politischen Mitbewerbern. Ist meine Einschätzung, die ich so gehabt habe aus dem Kontakt mit den anderen. Ob man das jetzt beurteilt, ob das jetzt gut so ist und dass es besser werden muss, unstrittig. Aber ich sehe da nicht, dass wir schlechter gestellt sind oder schlechter aufgestellt sind in der Form. Also ich hatte jetzt den, wer war denn jetzt noch? Du warst noch, gell, auf der Rednerliste. Peter hat sich gemeldet. Ich meine, du wärst der Erste gewesen. Kann das sein? Ja, schon länger, ja. Ja, nee, tu mal. Offene Arme, aber abwehrende Haltung. Ich habe heute Morgen schon im Gespräch erwähnt, wir sollten in die Landesparlamente, ja, aber ich hoffe, dass wir im Bundestag wirklich versagen. Denn wir haben auch einen großen Zulauf an Leuten, die in unsere Partei dringen, weil sie sich eben denken, genau in solche Parlamente zu kommen. Und wir haben nicht genug Leute, um alle Parlamente zu bedienen, letztendlich. Ja, also so sehe ich das. Aber wir sollten das tun, wir sollten in die Parlamente gehen, also auch in den Bundestag, auch wenn ich der Meinung bin, es ist zu früh. Ja, und wir haben eine schräge Mischung von Leuten, die aktiv sind, wo ich nicht weiß, wie weit tut das unserer Partei gut. Aber
wenn wir, ich meine, man macht sich, wenn man laufen lernt, ja auch nicht den Gedanken erstmal theoretisch, wie funktioniert das und tut dann den ersten Schritt, sondern man tut den ersten Schritt und macht dann die Erfahrung, ob man steht oder fällt. Und so sollten wir es auch tun. Denn was auch in den Medien ganz klar und offen gesagt und festgestellt wird, ist, wir probieren aus. Ja? Es ist vielleicht nicht das, was sich die Medien und die anderen Parteien wünschen unsere Wähler wünschen, dass wir einfach nur probieren und da rangehen mit Trial and Error. Aber das ist unsere Art. Warum sollen wir das nicht leben? Wenn wir die Erfahrung machen, dann können wir verändern. Und für mich als Kommunalpolitiker muss ich sagen, ein Teil ja, zum anderen Teil auch deine Einstellung ja. Wir kommen da rein und wir sind in einem starren System und das können wir nur verändern, wenn wir uns da drin bewegen. Ja, und das sind Gegebenheiten, ich habe es gestern schon mal gesagt, da wird ein Votum von einer Fraktion verlangt, nicht von dem Einzelnen, sondern einer Fraktion. Wir haben in Frankfurt aber mit einer Absprache die Möglichkeit gefunden, dass wir trotzdem ein abweichendes Votum abgeben können und das auch so vermerkt und gewertet wird. Also nur indem man sich dann in diesem System bewegt, mit den Leuten spricht, verändert man schon da drin was. Ja? Nicht nur jetzt mit der Verwaltung, die dann ihr System der Erfassung der Voten ändern muss, damit ein abweichendes Votum möglich ist, sondern auch mit den anderen Parteien. Ja? Also zwei ganz große Punkte, die wir in Frankfurt erleben. Keine Fraktion lässt Besucher zu ihrer Fraktionssitzung zu, außer die Piraten. Ja? Jeder kann kommen und wird sogar beim Meinungsbild mitbeteiligt, uns einen Hinweis für unsere Entscheidung zu geben. Ja? Und das andere, allseitige Überraschung, dass man mit fast jedem, wir grenzen uns ja nach rechts ganz stark ab, mit jeder Fraktion mit den Leuten redet und reden kann und sagt, dieses Thema sind wir gerade dran, macht ihr da was? Ja? Und wenn ja, können wir da was zusammen machen. Ja? Das ist für die neu, das gibt es unter, ja, also noch nicht mal SPD und Linke machen sowas zusammen. Ja. Nur die Koalitionen, ja, die machen sowas zusammen. Ja. Und das ist ja schon eine kleine Veränderung. Die passiert nicht, wenn wir sagen, wir wollen nicht in die Parlamente. Das heißt, wir verändern die Parlamente und das System erst dann, wenn wir uns drin bewegen. Peter? Ja, was du mal sagst, ist etwas, was schon von anderen vor ein paar Wochen beim Landesparteitag gesagt wurde, nachdem ich es mitgekriegt hatte. Unter anderem auch in Teilen von mir. Das war draußen in der Raucherecke gewesen. Und ich hatte damals vor allem. Ich hatte damals vor allem ein Argument immer wieder sehr stichhaltig gefunden. Wir haben es bis jetzt nicht geschafft, die Erfahrungen aus der Kommunalpolitik umzusetzen in irgendwas Neues in unserer Partei, was für die Zukunft, für die Bestrebungen im Landtag oder im Bundestag sowas wie Betriebssystem 2.0 wäre. Das heißt, wir haben Erfahrungen gesammelt, ganz, ganz viele. Aber wir haben es bis jetzt nicht geschafft, diese Erfahrungen in der Partei in etwas Neues umzusetzen. Diesen Anspruch zu haben, ist aber in meinen Augen auch die Forderung nach einem enorm hohen Tempo. Und wenn wir ein niedrigeres Tempo ansetzen und uns selbst gegenüber auch akzeptieren, dann finde ich, sind wir sehr gut im Fahrwasser. Dann klappt das schon ganz gut. Wenn man allerdings sagt, wir müssen jetzt in die Wahl eintreten, um schon im Parlamentarismus vom Landtag und vom Bundestag neue Strukturen und neue Vorgehensweisen aufstellen zu können, mit einem Team, was davon überzeugt ist, dass das auch geht, dann glaube ich, hat Thomas recht, dann können wir das noch nicht machen. Ansonsten, was du gesagt hast. ich glaube, Jasmin, du warst der Nächste, dann haben wir auf der linken Seite Judith und ihr drei und dann der Sascha, hat sich auch schon Ewigkeiten gemeldet und du auch. Ich, ja. Geht auch mal ja. Von hier so rein. Ja. Also ich finde, es ist eine Gratwanderung. Es ist so, dass natürlich auch Dinge mal ausprobiert werden müssen. Es kann aber nicht sein, dass man sagt, wir lassen es lieber sein, wir beschäftigen uns mit uns selber, wir gucken, dass wir das, was im Moment da ist, zu organisieren, das, was da ist, besser auf den Weg zu bringen, aber wohin? Wenn man das, was man sich überlegt, nicht bereit ist, umzusetzen,
auch in Gesetze, auch in Bestimmungen, auch in Nebenbestimmungen hinein, dann glaube ich, wird das nur auf der Ebene des Laba-Laba bleiben. Man redet untereinander, man spricht tolle Dinge, aber man hat nicht die Chance, in irgendeine Form, sprich in einen Antrag zu formulieren, das im Parlament durchzuziehen, dafür auch eventuell zu werben und das auch durchzusetzen. Glaubt ja gar nicht, dass wir zu dritt, wir sind jetzt im Kreis Offenbach drei Kreisabgeordnete, dass wir inzwischen mehrere Anträge durchbekommen haben, die wir auch aus dieser Partei und aus den Ideen dieser Partei heraus formuliert haben. Und die sind alle durchgekommen, weil wir ja auch Kompromisse eingehen. Es ist im Parlament nichts anderes als zu sagen, es ist wie auf dem Basar. Man handelt über ein Ding hin und her, bis man einen Weg findet und sagt, okay, ich bringe meine Ware an den richtigen Hafen. Ob ich das mit einem kleinen Boot oder mit einem wunderbaren Schiff dahin bringe, ist es mir ehrlich gesagt egal. Hauptsache, ich bringe diese öffentliche Meinung oder diese parteiinterne Meinung an den richtigen Hafen. Wie ich das bringe, ist doch nur dann möglich, wenn ich dann auch dort ein Mandat habe, wo ich auch Rederecht habe, wo ich öffentliche wie nicht öffentliche Akten sehen kann, wo ich auch mal schauen kann, was passiert in diesem Kreis und auch darüber hinaus. Was passiert mit der Optionskommune, wohin gehen dann diese Leute, wie sieht es aus mit dem Datenschutz hier, da habe ich einen Einblick, sonst habe ich das alles nicht. Der Landrat AD Walter hat hier allein Rechtsgutachten erstellen lassen für 300.000 Euro, ohne das Parlament zu fragen, ohne dann, das war alles schon alles nicht mehr da, wir wussten gar nicht, bis wir dann recherchiert haben, bis die Grünen auch natürlich mit recherchiert haben. Und das haben wir herausgefunden, dass es jetzt heute, Dienstag, nächste Woche, Dienstag ist ein Gespräch darüber. Wenn wir nicht da sind, ich weiß nicht, wer das alles dann herausfinden würde und wer sich dann darum kümmern würde. Und wer transportiert das wieder zurück an die Mitglieder? Wenn wir das nicht haben, das funktioniert nicht. Also ich glaube, dass man von dem Spruch schon ausgehen kann, in einem fahrenden oder wankenden Schiff fällt um, was feststeht, aber nicht, wer sich bewegt. Und wir müssen uns in diesem Sinne auch bewegen. Also, du hast einen Punkt angesprochen, den wir heute auch unbedingt nochmal erwähnen wollten. Das war nämlich die Frage danach, welchen Verband oder welche Bindung es zwischen Abgeordneten und Basis gibt und wie viel Background man dafür braucht. Ja. Weil ich denke, es wird nicht nur uns so gehen, es wird vielen Kommunalpolitikern gehen, dass man so das Gefühl hat, jetzt wurde gewählt, alles wird anders und die lässt man so ein bisschen alleine auch weiter Flur. Und das ist unbefriedigend für die Arbeit der Abgeordneten, aber noch unbefriedigender für das, was man eigentlich machen will. Weil das geht nicht alleine, das kriegt man nicht alleine hin. Weil, wenn wir da jemanden reinwählen wollen, dann sollten wir versuchen, das wäre mein Wunsch zumindest, dass wir ein Team da reinwählen. Und dass wir alle mit diesem Team einverstanden sind und dass wir diesem Team das Background geben, was das Team braucht. Weil ohne uns laufen die nicht. Oder laufen sonst wohin. Also das heißt dann nicht nur Leine heißt nicht nur kontrollieren, sondern auch hinterherlaufen. Und das finde ich ganz wichtig, oder sogar mitlaufen. Es gibt ja einige von euch, die in der Fraktion näher dran sind an dem Kreisverband, als beispielsweise wir das sind. Bei uns ist es doppelt schwierig, weil wir zwei Kreisverbände haben, mit denen wir uns abgleichen müssen. Und das heißt, wir haben das dann so geregelt, dass wir eine Rathausgruppe haben, in der aus beiden Kreisen Leute mitarbeiten können, wenn sie das wollen. Das ist aber auch nicht immer so ganz erfreulich. Da sitzen halt dann 10 Leute auf der offenen Fraktionssitzung. Und arbeiten mehr oder weniger mit und erwarten im Prinzip von uns, dass wir die Themen vorgeben und sie sagen dann, ob ihnen das gefällt oder nicht. Und ich hätte es lieber andersrum. Also ich hätte lieber von außen einen Input bestätigen, auch wenn das vielleicht anstrengender ist für Mandatsträger, wenn sie ständig auf die Mütze gehauen bekommen. Aber ich glaube, dass es so einfach sinnvoll ist. Weil ich höre total oft von, dass der ein Grund ist, ist ja auch ein Kodex, wie Robin, dass du da bist, ist auch ein Kodex drin erwähnt, dass die Mandatsträger die Kontakt zur Basis auf gar keinen Fall verlieren sollten. Und das ist eine Forderung, die Basis stellt. Aber damit sind auch Verpflichtungen verbunden, weil natürlich ist es auch eine Bringschuld, aber es ist auch eine Hohlschuld. Also ich kann noch so viele tolle Anträge auf die Homepage stellen, wenn es keiner liest, dann ist das
für die Füße. Ja. Stell dir vor, du machst gute Arbeit und keiner merkt es. Also ich möchte schon auch, was mein Wunsch wäre, dass wir auf der nächsten höheren Ebene auch diese Erfahrung aus den Kommunalparlamenten mitnehmen und sagen, so funktioniert es nicht. Also nur reingewählt reicht nicht. Da muss man näher dran sein. Da möchte ich auch gerade nochmal nachhaken, das ist ja auch schlägt in die Kerbe, die der Peter auch schon vorhin angesprochen hat. Wenn wir was gelernt haben aus anderthalb Jahren Kommunalpolitik, es reicht nicht aus, dass wir ein paar Leute in die Parlamente bringen. Also wir müssen auch gleichzeitig uns Gedanken machen, wer steht nachher bereit, belastbar bereit, die zu unterstützen. Also das ist ein Fehler, den wir bei der Kommunalwahl gemacht haben. Da haben wir im Endeffekt nur dafür gesorgt, dass Leute drin sitzen. Und es ist sehr aufwendig und sehr frustrierend, also bei mir zumindest und bei dir wahrscheinlich auch nicht anders. Und Peter, Herbert, mit dir haben wir auch schon mal drüber gesprochen, bei dir ist es ja genauso. Also da nachträglich Leute zu suchen, die da einem zuarbeiten, das ist sehr schwierig, weil viele dann auch immer überrascht werden, was auf sie zukommt. Also das sind halt manchmal wirklich zweistellige Stunden, die man da am Tag investiert, neben seinem normalen Job, den man hat. Und dann noch dann quasi einen Kreisverband mit über 100 Mitgliedern dann zu bespaßen, das stößt irgendwann an seine Grenzen. Also wir brauchen auch Leute, die ohne, dass man sie anstupst, eigenständig Themen identifizieren und dann den Mandatsträgern auch zuarbeiten. Also es kann nicht, ist die Erwartungshaltung, dass das eigentlich immer von den Mandatsträgern auskommen muss, ist unrealistisch, weil es einfach nicht zu erfüllen ist, aufgrund der Rahmenbedingungen, die da sind. Ja. Ja. Zwei Punkte. Ich wundere mich, dass so wenig Selbstvertrauen da ist bei manchen oder bei anderen vermutet wird in der Gruppe, dass man das überhaupt leisten könnte. Wir sind nicht besser oder schlechter als andere auch und wir können auch nicht mehr oder weniger als andere auch. Das stellt man ganz schnell fest, wenn man sich die Mühe macht, mal in so ein Parlament zu gehen. Das ist nämlich lustig, ich kann hingehen, auf eine Ausschusssitzung. Ja. Sollte man vielleicht mal tun. Zum Zweiten, verändern wir das System, wenn wir am System teilnehmen? Ich glaube ja, und wir bemerken es noch nicht mal. Das sind so Sachen wie, also wir sind ja mal angetreten mit Transparenz, Bürgerbeteiligung und solchen Geschichten. Da geht es meines Erachtens gar nicht mal darum, den großen programmatischen Kanon zu haben, den man nun im Parlament in Antragsform einbringt und letztlich mit einstimmiger Mehrheit, weil man so ein tolles Programm hat, das muss einfach jeder annehmen. Das passiert nicht. Das System ändert sich anders. Allein dadurch, dass wir da sind, ändert sich alles möglich. Verwaltung ändert sich. Ich kriege plötzlich alles, was früher nur per Papier verschickt wurde, kriege ich plötzlich per E-Mail. Da wird man gefragt, wie geht das dann mit dem PDF, wenn er kein Word-Dateien wollt. Das kann ich aber dann auch online stellen, da kann ich Transparenz herstellen, die natürlich auch abgerufen werden muss von irgendjemandem, sonst ist es ein bisschen Quatsch. Aber wenn es nur einer macht, reicht es, ist das ja auch schon okay. Es ändert sich ganz viel, auch ohne, dass man ständig irgendwelche Abstimmungen gewinnt und dann damit prahlen kann, sein Programm durchgesetzt zu haben. Wir hatten auch mal gesagt, wir können es überflüssig, wenn andere unsere Arbeit machen, ist uns das recht. Die SPD stellt schon mal einen Antrag im Kreistag, ein Streaming einzuführen, in der Hoffnung, dass alle das ablehnen werden. Und die Hoffnung erweist sich als trügerisch, weil es gar nicht so teuer ist, wie wir dachten. Wenn wir das lassen, weil wir uns erst zu 100% einig sein wollen, wie das perfekte Programm aussieht und das perfekte Ziel, dann muss ich ehrlich sagen, dann werden wir es nie tun. Genau. Wenn man so hier rein umgeht, ist es natürlich, habe ich mich wahrscheinlich etwas ungünstig hingesetzt. Ich bin bewusst nicht in eine Bewegung oder irgendwo in einen Diskutierclub oder sonst was eingetreten, sondern in eine Partei. Das ist eine junge, eine freche Partei. Die Piraten. Hier ist ein ganz frisches Denken und hier ist auch viel Träumerei und diese Abgrenzung, die natürlich durch den parlamentarischen Alltag oder auch durch die Stadtparlamente automatisch kommen wird. Die wird vielen und wehtun, die wird Tränen verursachen. Das wird nicht schön sein. Aber ich hatte schon mal das Vergnügen oder mein Missvergnügen, in einem Stadtparlament zu sitzen. Man wird mit
Verwaltungspapier geradezu bombardiert, in einer Menge sinnvoll da Sachen rauszufinden, zu filtern, das ist dann die eigentliche Kunst. Und wenn man da extern, man wird auch externen Support zwingend brauchen. Aber ich denke, wenn man Partei sein möchte und nicht den Schritt zurückgehen möchte, wieder nur bewegen zu sein, muss man nach dem 3R-Prinzip, mit dem Prinzip, dass man sich auch dort weiterentwickelt, dass man mit den vorhandenen Gesetzen, mit den vorhandenen 1000 Regelungen erstmal versucht klarzukommen, beziehungsweise sie auch nach und nach zu ändern, aber eben in einem Prozess zu ändern, da muss man sich ganz klar darauf einlassen. Und ich denke, das Parlament, im Parlament gibt es eine ganze Menge Chancen. Und zwar, ich habe gestern schon das Beispiel gehört, ihr habt es wurden Anträge eingebracht, die dann abgelehnt wurden, aber dann kurz darauf nahezu exakt vom Wortlaut von der FDP angebracht worden sind. Das ist doch nichts Schlimmes. Das ist doch auch dann ein Erfolg der Piraten. Und das kann man sich doch genauso auf die Fahne schreiben. Oder dass man andere vor sich hertreibt, indem man einfach auf Missstände aufmerksam macht. Wir waren damals im Stadtparlament zunächst auch in der Opposition und sind halt durch alle Jugendclubs gereist, haben einen Jugendclubbericht geschrieben, die Missstände darauf aufmerksam gemacht in der Presse, und viele Sachen wurden dann von sich aus abgestellt, schlicht und einfach, weil sich die Regierungsparteien nicht die Blöße geben wollten, zu sagen, ja, es ist so, sondern da wurde es halt schnell gemacht, obwohl es vorher ein Jahr, anderthalb Jahre gelegen hat. Auch das ist ein Erfolg. Wenn wir Sachpolitik machen wollen, wenn wir auch in der Sache was verändern wollen, dann sind das eigentlich Sachen, die richtig gut sein können. Das andere ist, selbst mit 5%, man kann in vielen Situationen sehr viel machtvoller sein, indem man Zünglein an der Waage ist. Wenn irgendwo die Regierenden sich nicht einig sind und man theoretisch Mehrheitsmacher sein kann, wenn man im Zweifel auch aus der Opposition heraus die anderen vor sich hertreiben kann, das sind alles sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und eins möchte ich auch nochmal ganz klar feststellen. Ich kenne Republikaner im Parlament damals. Deren Aufgabe schien es zu sein, kostenlos Orangensaft zu trinken und Kekse zu essen. Die waren vom Kopf her total hohl. Die haben kaum was gebracht. Die haben am Anfang ihre lächerlichen Plakate aufgehängt und gar nichts gemacht. Wenn ich jetzt gestern in die Runde schaue, was ihr gesagt habt, wenn ich sehe, wie differenziert von vielen hier gedacht wird, alleine das ist ein Gewinn, dass Leute eigenständig denken und dann auch manchmal kritische Fragen stellen, die den Parlamenten absolut gut tut. Und genau deshalb kann ich sagen, die Zeit ist absolut reif und das wird vieles besser machen. Und selbst in Berlin, wir sehen doch, dass auch die Medien darüber berichten, dass plötzlich ein Pirat, der einen Ausschuss leitet, dass der den gut gemacht hat und dass selbst die CDU das, oder CDU-Leute das gestanden haben. Das machen die doch nicht freiwillig oder nicht, weil es nicht wirklich irgendwo ordentlich gelaufen ist. Und ich denke mal, alleine dadurch, dass man kritisch ist, alleine, dass man Wissen hat, dass man vielleicht Teams hat, die einem mit juristischen Dingen, mit anderen Sachen ein bisschen Support geben können, alleine das kann viele Sachen verändern und das wird dann auch das Bild der anderen Parteien über die Piraten, die in den Parlamenten sich ernsthaft einbringen, auch verändern. Und dann haben wir verdammt viele Ziele erreicht. Bin zum Ende zu kommen. Bin ich vergeben. Ja, also ich wollte noch sagen, dass wenn wir da reingehen in die Parlamente, dass es darauf ganz drauf ankommt, was wir machen. Also ich glaube auch, dass wir in den Parlamenten sein sollten, generell, dass wir aber andere Wege gehen müssen. Dass wir müssen kreativ sein, wir müssen was anders machen, wir müssen Lücken ausnutzen, wir müssen mit interessanten Sachen auf uns aufmerksam machen, weil also ob man uns jetzt mal zugesteht, dass irgendeine Flagge irgendwo hängt oder nicht hängt, das interessiert niemanden. Also Dinge, die wir, Anträge, die durchkommen, sind meistens diejenigen, die niemandem wehtun. Ja? Was man in Wiesbaden sagen kann, also was ich davon mitbekomme, ist halt, es ist die ganzen trivialen Dinge, die keinem wehtun, die werden dann so zugestanden, ist in Ordnung.
ausgedealt werden die Sachen ganz woanders, mit ganz anderen Leuten, irgendwo im Hinterzimmer, da kommt man auch nicht ran. Alles, was da draufsteht, ist geheim, fertig aus Basta. Und geheime Sachen darf man nicht publizieren. Und wenn man doch mal was in die Presse gibt, dann ist in Wiesbaden zumindest meistens so, dass die Presse darüber nichts berichtet, was regierungsunkonform ist. Also glaube ich, dass wir so Sachen machen müssen, wir müssen gucken, was wir für Möglichkeiten haben. Wenn wir im hessischen Landesparlament sind, haben wir die Möglichkeit, im Parlament Dinge zu tun und sind gleichzeitig immun. Ja, also alles, was wir im Parlament sagen, ist gedeckt. Also das ist der Vorteil gegenüber den Kommunalpolitikern. Die sind immer irgendwo am Arsch, wenn wir irgendwas machen. Wenn wir zum Beispiel in Hessen irgendwelche Geheimdokumente vorlesen, interessante Geheimdokumente, und machen das im Parlament, dann kann uns überhaupt keiner was, außer uns zur nächsten Sitzung nicht einladen. Ja, aber solche Sachen sind, ja, und allein zu fragen, ist das gerechtfertigt, dass es geheim ist, warum ist das geheim? Solche Sachen zu machen, können wir nur im Parlament, wenn wir drin sind. Aber wenn wir das nicht machen, dann lassen wir uns schön irgendwie wie jeder andere Tanzbär in der Nase umführen, und in 10 Jahren sind wir genauso weit wie alle anderen. Ja. Da möchte ich Juli voll unterschreiben, das ist total schön, was du gesagt hast. Weil ich finde, es ist wichtig, mit welchem Anspruch dann wir da reingehen. Wollen wir eine Partei sein, ja, weil dann sind wir schneller etabliert, als wir A sagen können. Oder wollen wir als Bewegung da rein, für mich als trojanisches Pferd, dieses ganze System einfach nur hacken. Egal auf welchem Weg, immer wieder auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, ja, denen zu zeigen, wie es besser läuft. Ja. Und da sehe ich uns eigentlich eher, also weniger als Partei, sondern mehr als Bewegung im Parlament, die Butze aufmischt. Jetzt, weil der Punkt schon öfter aufgetaucht ist, vielleicht auch jetzt für die weitere Diskussion, ist es überhaupt notwendig, noch in solchen Kategorien zu denken? Bewegung versus Partei. Ja. Oder wäre es nicht ein Anspruch an uns auch zu überlegen, den Begriff Partei einfach anders zu definieren, als es bis jetzt definiert worden ist? Also eine Partei hat ja durchaus auch andere Aufgaben, außer im Parlament zu sitzen. Ja? Also wir sollen auch Bürger an Politik heranführen. Wir wollten sozusagen basisdemokratische Instrumente ins Parlament einbringen. Das heißt, wir müssen diese Tools entwickeln. Wir müssen sozusagen gucken, wie können wir Leute für Politik begeistern, interessieren. Wie können wir sozusagen die Zivilgesellschaft, sozusagen die Menschen mit einbinden in das System. Und natürlich, wir sind eine Art Bewegung oder Partei oder wir haben dieses, wir haben keine gezwungene Anlass, also wir müssen nicht anders sein, aber wir sind sozusagen per se, weil wir sozusagen einen anderen Anspruch haben, als das klassische Parteien haben. Natürlich hacken wir Dinge, wir haben auch so einen Aktivismusflügel, der vielleicht Dinge macht, die andere Fraktionen vielleicht nicht machen würden, ja, also Dinge publizieren, Projekte machen, neue Tools ausprobieren oder sozusagen ja, Gesetze hacken sozusagen. Trotzdem haben wir, wenn wir sozusagen diese Vorstellung haben, wir gehen jetzt ins Parlament und boom, dann ändern wir alles, das wird, glaube ich, auch zu einer großen Frustration bei vielen führen, weil das einfach nicht ist. Also es ist halt schon Papier und Langeweile, und 95% aller Themen im Parlament sind arschlangweilig, und das interessiert überhaupt gar keinen eigentlich. Ja? Und wir haben natürlich dieses interessante Aktivismus-Ding, aber das ist halt noch nicht, also es ist nicht die mehr, der große Teil von im Parlament sein. Das können wir dazu machen, wir können sagen, wir lassen uns wählen, machen dann die ersten 5 Jahre Lernprozess und Aktivismus und haben dann hoffentlich das System so angepasst, dass es dann bei der nächsten Wahl dann für uns zum Arbeiten funktioniert. Aber ich sehe auf jeden Fall auch das Bedürfnis, dass, wenn wir reingehen, nicht nur sagen, wir machen jetzt ein paar Anträge und gucken, ob sie durchgehen oder nicht, sondern wir haben auch auf jeden Fall am Anfang möglichst viel Aktivismus, um dieses System sozusagen zu zerrütteln, dass wir gucken, dass wir möglichst viel Transparenz reinkriegen, dass wir möglichst viele Dinge offen kriegen, dass sozusagen Geheimdokumente nicht länger geheim sind, dass Ausschusssitzungen öffentlich sind, dass die Unterlagen da sind, damit wir
sozusagen, damit unsere Tools funktionieren, damit wir dieses Betriebssystem, von dem du gesprochen hast, ja, dieses alte System, dass das einigermaßen an uns angepasst wird, bevor wir damit arbeiten können. Weil reingehen und sagen, okay, wir haben jetzt dieses Parlament und wir haben dann die Partei und hoffen jetzt, dass die Partei Anträge produziert und das klappt dann in diesem Parlament, das wird nicht funktionieren. Einfach weil unsere Arbeitsweisen zu verschieden sind und diesen Abstraktionslayer, von dem du gesprochen hast, das wird die Fraktion nicht leisten können. Also dann werden die kaputt gehen. Die können da reingehen und versuchen so zu funktionieren wie alle anderen, oder die können da reingehen und sagen, wir machen Aktivismus, und ich denke, da muss man halt irgendwie so eine gesunde Mischung finden zwischen, wir versuchen da jetzt was zu tun und durch unsere Anwesenheit, durch unseren Aktivismus die anderen auch zu verändern und sozusagen Änderungen beizuführen und dann später vielleicht. Kurzes Beispiel dazu, weil wir es ein bisschen auch mit kommunalpolitischer Realität kurz schließen wollen. Also jetzt zum Beispiel der Staatstrojaner damals. Da haben wir ja eine Resolution mit so einer Stellungnahme vom Hessischen Innenministerium zustande bekommen, aus dem Kommunalparlament hinaus. Aber ich denke, das hätte nie die erforderliche Mehrheit gefunden, wenn ich auf der anderen Seite auch über die Aktionismus-Schiene in entsprechender öffentlicher Druck stattgefunden hätte. Ich denke, das ist kein Gegensatz, das war auch sowas zu dem, was der Sascha vorhin gesagt hat, sondern ich denke, das ist also durchaus eine Ergänzung und es ist sicher auch eine Herausforderung für uns, einfach so dieses Zusammenspiel sowohl parteipolitisch als auch über eine Aktionismus-Schiene tätig zu werden und damit eine Veränderung herbeizuführen. Ich denke, das ist so dieses sowohl als auch und nicht entweder oder, was wir anstreben sollten. Ganz kurz wollte ich zwei Dinge sagen. Einmal wollte ich innehaken und bei dir nochmal nachhaken, dass genau das auch in der Regel, zumindest bei uns, die erfolgsträchtigsten Sachen sind, nämlich zum Beispiel mit Bürgerinitiativen zusammenzuarbeiten und von außen und von innen gleichzeitig Druck zu machen, weil den Antrag selbst zu schreiben ist völlig hirnrissig. Also genau das zu tun oder auch politische Strömungen, die gerade herrschen, auszunutzen, beispielsweise sich auf die Seite der Flughafendemonstranten zu stellen und dann eben im Stadtparlament zu erwirken, dass Wiesbaden sich für ein Nachtverbot von 22 bis 6 Uhr einsetzt, obwohl die CDU der vehement dagegen ist, aber dann einfach nicht mehr kann. Das sind lauter so Sachen, die man natürlich tun kann, die aber auch natürlich eine Vernetzung nach außen unbedingt erfordern. Weil die Abgeordneten alleine können das natürlich nicht regeln. Ich wollte ganz noch kurz nochmal, weil es an mich geht, hier dieser Einwurf, da verstehe ich ihn nicht. Also ich weiß nicht genau, ob das ein Witz sein soll oder nicht. Erst stand er nur da bei 100 Anträgen pro Sitzungszug, finde ich das Plenum für viele Staatsverordnete gerade noch bewältigbar. Da wollte ich darauf antworten, ich wollte nicht jammern. Ich kann mir zu jeder dieser Sitzungsvorlage eine Meinung bilden, nur erfährt die vielleicht niemand. Außer er sieht mir zu beim Abstimmen. Wenn jemand aus der Basis dranbleiben will, wissen will, warum ich mich dafür entscheide, beziehungsweise mitwirken will bei der Entscheidung, dann muss er dranbleiben. Das war mein Input. Das heißt, die Basis kann nur teilnehmen an programmatischer Arbeit, wenn sie es auch tut. Weil ansonsten ist man als Abgeordneter alleine auf sich gestellt, findet eine Vorlage und sagt, wenn ich jetzt die nicht abklären kann mit so und so vielen, da muss ich eben ad hoc meine eigene Meinung dazu bilden. Und die ist hoffentlich piratig. Er benötigt aber immer einen Vorschusslorbeeren, die man demjenigen mitgibt, den man da reinwählt, der wird das schon machen. So ähnlich über Liquid Feedback. Also ich würde mir eher wünschen, dass man thematischer an Sachen arbeitet und viel mehr in AGs beispielsweise, wie wir das jetzt auch in Hessen eben langsam tun, diese Sachen rückfragt, sagt, genau da müsst ihr einhaken, wir haben folgende Sachen vorbereitet, geht mal daran, das wäre wünschenswert. Ich glaube, du warst schon ewig. Grundsätzlich würde ich gerne differenzieren, Landesparlament und Kommunalparlament. Beim Landesparlament kommt das ins Spiel, was du eingangs gesagt hast, nämlich, dass wir das Betriebssystem ändern, mehr Bürger beteiligen. Und wir haben einen Vorteil, es gibt so Kleinigkeiten in der Verfassung, Bürger entscheiden. Und wir müssen mit dem Anspruch antreten, was Sascha gesagt hat, das zu ändern, nämlich zu erweitern. Dann können wir auch auf kommunaler Ebene mehr Bürgerentscheide einbringen, wenn wir sozusagen die HGO oder HKO, wie das spielt, ineinander ändern.
Und das muss unser Anspruch sein. Betriebssystemänderung, damit die Leute mehr entscheiden können. Weil letztlich wollen wir es ja auch nicht entscheiden. Wir wollen sagen, Menschen, Einwohner, Gemeinde, ihr entscheidet. Das bin ich Repräsentant. Nicht, weil ich nicht in allen Fragen, weil ihr gerade sagt, die wäre mit Verwaltungsarbeit überlastet, wo ihr sagt, vielleicht will das die Einwohner in der Gemeinde gar nicht entscheiden. Und das ist ja der Anspruch, den wir haben. Und dazu, das kommt dann zu Thumann, dazu müssen wir leider ins Landtagsparlament, um diese Gesetze so zu ändern, dass wir sozusagen den Menschen ihre Mitbestimmung zurückgeben, die sie ja im Moment nicht haben. Das ist ja unser Anspruch. Ansonsten bräuchten wir nicht. Wenn wir das schon hätten, könnten wir sozusagen bürgerinitiativmäßig mit Volksentscheid agieren, ohne Parlament zu sitzen. Aber solange wir das nicht haben, müssen wir leider sozusagen da rein. Und zu dir, mit der Bundestagswahl, das sehe ich nicht. Ich glaube, du wolltest deutschland dagegen argumentieren, gegen einen Einwurf, sonst würde ich einfach der Reihe nach vorgehen. Ich war nach ihm. Ja? Okay. Ich war so, also nicht, dass man mich missversteht, ich habe vorhin extra den Advocatus Diaboli gespielt. Ja? Genau, das habe ich so verstanden. Ja. Und also ich sehe genau den Punkt, wie der Peter das vorhin gesagt hat. Die Frage mit dem, was machen wir eigentlich in den Parlamenten, die lässt sich für mich in der Form beantworten, wenn wir uns genau das angucken, was wir bisher in Parlamenten, in denen wir ja schon über 160 Mandatsträger. Und was haben wir da tatsächlich bisher gemacht? Und ich muss sagen, ich bin so ein bisschen, und das geht jetzt nicht als Kritik an die Mandatsträger, sondern es geht an die Kritik an uns alle. Ich bin darüber echt ein bisschen enttäuscht, was wir bisher in der Zusammenarbeit hingekriegt haben, weil ich habe das Gefühl, wir haben einzelne Mandatsträger, Fraktionen, wie auch immer, die arbeiten für sich, mal besser, mal schlechter, wie auch immer. Aber genau wie du auch sagtest, Hendrik, nämlich wir haben den Anspruch in die Parlamente, oder wir sagen, wir wollen die Parlamente, aber was tun wir dafür, um die ganzen, ich sage jetzt mal, wir haben den Fuß in der Tür des Rathauses, ja, das war ja das Plakatmotiv damals. Wir haben jetzt Mandatsträger und wie unterstützen wir die? Wir haben die Aktion mit Bürgerportal, ja, der Age ist da Ewigkeiten mit dem Ralf dran. Wenn man sich anguckt, was da passiert, da wart ihr jetzt in Wiesbaden sehr schnell. Ihr habt das halt nichts losgelöst gemacht, weil ihr was hinbringen wolltet. Aber also was lernen wir voneinander? Egal, Nordhessen, Mittelhessen, Südhessen. Und das fehlt mir, weil ich glaube, dass das am Ende... das ist die Rechnung, die man mit uns dann aufmachen wird, ja, oder wo man dann einen Rechnungsstrich zieht. Ja. Wir haben euch jetzt für 5 Jahre in die Kommunalparlamente reingemacht, da habt ihr ja groß getönt, ihr wollt für die Bürger da sein und alles. Und da kommt das, was du auch sagtest, mit dem Betriebssystem ändern, wo ich auch jetzt auch erst erkenne, einfach weil ich mich mit dem ganzen parlamentarischen Betrieb in der Vergangenheit noch nicht auseinandergesetzt habe. Was du wiederum sagtest, nämlich, wir müssen auf Landesebene da rein, ganz klar, um die HGO ändern zu können. Und dann die Voraussetzungen in Kommunalparlamente halt überhaupt schaffen zu können. Und ansonsten ist für mich der Punkt einfach, auch das nochmal an Age, ja, die. Das eine ist, was wir wollen und das andere, was wir tun. Ja. Wir können ganz viel wollen und ich bin ja auch bei dir. Wir können das System nur von innen heraus knacken. Ja. Von außen haben wir allerdings auch schon viel, finde ich, in außerparlamentarischer Opposition bewegen können. Ja. Und das, finde ich, sollten wir auch nicht irgendwie wegwischen oder auch unterschätzen. Wir haben dank des Netzes, das ist nun mal so für mich, wir haben eine ganz andere Möglichkeit wie in der Vergangenheit, die analogen Menschen. Ja. Und ich sage es jetzt mal absichtlich so, weil wir uns auch als Informationspartei als Partei der Informationstechnologie verstehen. Und an der Stelle, weiß nicht, ist einfach, mir ist das von der Denke noch ein bisschen zu herkömmlich.
Ganz kurz dazwischen, weil du die Frage in den Raum gestellt hast, was haben wir jetzt in den anderthalb Jahren in den Parlamenten gemacht? Man hört euch noch, okay, weil ich höre mich gerade nicht mehr. Ich wollte mal so, du bist so der andere. Okay, ja. Du bist auch die Stimme. Also ich kann für mich reden und vielleicht können mich da auch die anderen widersprechen oder ergänzen von den Mandatsträgern. Also ich lerne anderthalb Jahre lang. Das ist immer noch jeden Tag, jedes Mal, wenn ich drin bin. Ich lerne immer noch, wie das Ganze funktioniert und was für Möglichkeiten ich habe und was für Begrenzungen ich habe. Und ich hätte vor anderthalb Jahren hätte ich zum Beispiel ganz anders geantwortet, was soll man im Landesparlament drin machen. Zwischenzeitlich weiß ich viel mehr, weil ich halt weiß, wie vermurkst die ganzen Finanzen sind, wie man gängig wird durch die Gesetze und so weiter. Aber das ist wirklich, das hätte ich nicht sagen können, wenn ich nicht anderthalb Jahre mich damit abgeplagt hätte. Es ist sehr unglamourös und man arbeitet sich auch ein Stück weit dran ab. Das ist eigentlich so das Lernen. Das ist Lernen, 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 das ist eigentlich das. Der Hauptbenefit, den ich aus der Arbeit rausziehe, ist es nicht unbedingt viel umzusetzen, sondern wirklich viel zu lernen, wie das überhaupt alles funktioniert, weil erst dann kann ich es verändern. Also ich werde jetzt den Age rangenommen, glaube ich, der war der Nächste. Ansonsten würde ich... Ich glaube nur einen Satz. Also ja. Ich denke, wir müssen jede Jahre... Ende, oder was? Ich steige gleich so auch drauf ein. Also wir haben uns ja letzte Woche mit dem Gerold Reichenbach getroffen. Der ist MdB, ist Groß-Gerau, der war 7 Jahre lang auch im Landtag gewesen. Der hat gesagt, die ersten 4 Jahre von der 5-jährigen Periode im Landtag waren für ihn reines Lernen. Richtig. Ja, und wir müssen uns davor hüten, total schnell alles erreichen zu wollen. Politik ist dicke Bretter bohren, auch für uns, auch wenn wir als Partei mit dem Internet gewohnt sind, dass alles total schnell geht und noch schnelle Reaktionen. Aber Politik ist noch nicht so schnell. Man muss das langsam, nach und nach kann man das steigern. Und wir müssen uns davon von dem Gedanken entfernen, dass wir da reingehen, sofort alles ändern, so wie wir es für richtig halten. Das ist natürlich Käse. Aber wir erreichen langsam, nach und nach erreichen was. Und das sieht man. Diese Transparenzdiskussion mit dem Steinbrück, tut mir leid, die hätte es ohne uns vorher nicht gegeben. Ja? Und damit haben wir schon was erreicht. Und das muss man einfach sehen. Wir reden unsere Erfolge leider auch ein bisschen klein. Ja, das muss man auch mal sagen. Wir versuchen oder wollen einfach viel zu viel schaffen und sehen gar nicht, was wir wirklich schon erreicht haben. Wenn wir da beharrlich weitermachen, glaube ich, geht das auch gut weiter. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache, wo wir Politik tatsächlich ändern können und müssen, wie wir sie eben auch im Landtag und Bundestag gestalten, wir müssen Prozesse entwickeln, wie wir die Basis einbinden, dass sie eben mit den Mandatsträgern zusammenarbeiten. Wir müssen Wege finden, wie wir die Bürger besser beteiligen können. Ihr macht das in Wiesbaden zum Beispiel ja, über eure Bürgeranträge, die sie einbringen können auf der Webseite und solche Sachen. Die müssen wir viel mehr fördern und dann ändern wir auch von der Art und Weise, wie Politik gemacht wird, von den Parteien einfach durch uns schon eine jede Menge. Und ich glaube, wenn wir so weit schon sind und das nächstes Jahr schaffen, bei uns hier jetzt zum Beispiel anzubieten, dann sind wir eigentlich schon richtig gut drauf und zeigen auch eine neue Art von Politik. Und deswegen müssen wir auch rein, um das umzusetzen. Also ich glaube, der Age und ich, wir haben irgendwie so eine Glasfaserleitung gelenkt von heute noch. Also meine Ex, die hat früher immer gesagt, if you don't like my cooking, lower your standards. Und das muss man vielleicht auch ein bisschen auf die Kommunalpolitik übertragen, ja. Also jeder von uns, der im kommunalen Parlament liegt, hat schon mal mit großer Wahrscheinlichkeit die Hauptsatzung geändert, ja. Eine Änderung der Hauptsatzung ist irgendwas, was auch nach 5 Jahren Parlamentsarbeit von uns noch mit Sicherheit irgendwo Bestand haben wird. Das heißt, wir haben da ja schon Spuren hinterlassen in dieser ganzen Geschichte. Und das ist ja nun auch eine Sache, für die wir da antreten. Ja? Das Nächste, was ich sagen wollte, ist unser Landrat, der hat mich mal begrüßt und hat gesagt, Herr Flint, bedenken Sie, Sie sind hier in einer Verwaltungseinheit und nicht so richtig in einem politischen Parlament. Hier werden keine Gesetze erlassen, sondern hier wird etwas gesteuert. Ja? Das ist eine Controller-Funktion oder eine Aufsichtsratfunktion. Das heißt, in diesen kommunalen Parlamenten ist die Gesetzesgebung sowieso äußerst limitiert. Das muss man auch mal erkennen. Ja? Und das Dritte ist, das hast du vorhin so schön gesagt, wir müssen auch mal dem Piraten beibiegen, dass Kommunalpolitik eben auch eine wichtige Form der Politik ist und sie dazu animieren, da auch mal mitzumachen. Ja? Es hat 1,5 Jahre gedauert, bis wir es mal hinbekommen haben, dass andere Piraten mich in einer Ausschusssitzung vertreten, um mir zuzuarbeiten zum Beispiel. Ja? Und jeder, der in einem Kreis- oder Stadtverordnetenversammlung ist, weiß, die Musik geht ab in den Ausschüssen. Ja? Das heißt, eigentlich sollten die Piraten überhaupt keine Ausschusssitzungen irgendwo mal auslassen. Ja? So, und dafür, selbst dafür ist es schwierig, Leute zu finden. Also was bitteschön erwarten wir von den Mandatsträgern?
Das funktioniert ja so nicht. Ne? So, und dafür sind wir jetzt in diesem Lernprozess drin und deshalb ist es auch sinnvoll, die Leute, die schon einen gewissen Erfahrungsschatz haben, auch weiter zu migrieren in andere Parlamente, damit sie aus diesem Erfahrungsschatz lernen und andere Leute nachziehen. Das ist eine ganz wichtige Funktion von uns, erstmal ein Vorbild zu sein für andere, diese Arbeit überhaupt zu leisten. Da geht es um ganz andere Sachen als Macht oder Geld, was ich immer so höre, sondern da geht es einfach um normale politische Arbeit, die zu lernen. Von außen ist es unheimlich einfach zu schwadronieren, von innen sieht die Sache ganz anders aus. Und was ich auch noch sagen wollte, wir lernen uns zu vernetzen in der Politik. Wir lernen, meine Erfahrung ist, dass die Anträge von mir nicht abgelehnt werden, wenn ich die einbringe, sondern wenn die ordentlich formuliert sind, dann gehen die vielleicht auch mal durch. Das haben auch viele von uns schon gelernt. Und das ist doch für eine Partei, die vielleicht mit ein oder zwei Abgeordneten irgendwo drin sitzt, schon wirklich ein Erfolg. Das muss man auch mal sehen. Also viel mehr kann man in der jetzigen Situation meiner Ansicht nach überhaupt gar nicht erwarten. Ja, das ist, glaube ich, alles eine Frage des Anspruchs. Also nur mal dumm in die Runde gefragt, wer weiß denn, wie man so einen Antrag für ein Parlament schreibt? Das heißt nie. Boah, da sehe ich aber noch nicht alles. So, da fängt es schon an. Ja, wie wollen wir unsere eigenen Leute einbinden, kreativ mitzumachen? Ja, wenn sie nicht mehr in der Lage sind, quasi dann wissen, wie das Ding funktioniert. Aber das ist doch nur die Form. Ja, natürlich ist es nur die Form. Ja, aber das müssen wir halt auch, glaube ich, auf eine Landtagsfraktion oder sonst irgendwo hin projizieren. Das heißt, mitmachen und Feedback geben und mitarbeiten, das geht nur, wenn wir unsere eigene Basis auf dem richtigen Weg leiten. Und das ist halt auch ein Job der Mandatsträger. Und das noch zudem, dass sie selbst lernen müssen im Parlament. Ja. Also das wird lustig. Also ich will nicht sagen, was ich rein soll. Darf ich mal kurz zwischenfragen, weil ich das verstanden habe. Was wolltest du sagen? Wolltest du sagen, dass die meisten Piraten außerhalb der Mandatsträger keine Ahnung haben, wie Politik in diesen Gremien funktioniert? Oder wolltest du jetzt sagen, weil die grundsätzliche Aussage, die du gemacht hast, die wissen nicht, wie man einen Antrag schreibt, dann kannst du ihnen ja helfen? Ja, genau, eigentlich das wollte ich sagen, dass sie nicht wissen, wie dieser Apparat funktioniert im Detail. Ne? Und dass wir da halt massiv dran auch arbeiten müssen, um eben unsere Basis mit auf den Weg zu kriegen. Ja? Dass wir eben die Stützung haben in den Parlamenten. Weil ihr wisst ja auch, wie es ist. Ja? Da sitzt du da halt im besten Fall in der Fraktion oder als einzelner Mandatsträger. Ja? Und hast da also im Vergleich zu der SPD, die ja mit wahnsinnig mehr Menschen sitzt, ja, die gleiche Arbeit zu tun. Ja? Und wir werden im Parlament nur eine gute Arbeit tun, wenn wir den Rückhalt der Basis haben. Das ist einfach so. Das muss, glaube ich, jedem Piraten klar sein. Ja, wenn wir in so einen Landtag rein wollen, dann geht es nicht ohne unser aller Zutun. Ja, das ist ganz wichtig in meinen Augen, elementar sogar. Peter, kurzer Einwurf, technisch. Wenn ihr mitdiskutieren wollt, wäre es ganz cool, wenn ihr vielleicht einfach irgendwie ein bisschen nach vorne kommt, weil das versteht man von hinten ganz schlecht und im Stream wurde extra nachgefragt, dass halt die Leute einfach sich mal vorstellen, wenn sie ans Reden kommen, einfach mal sagen, wer es sind, dann wäre das einfach für die Leute so, dass sie mitbekommen, rausgenommen ist. Ja, die Basis mitnehmen ist das eine, nur ich wäre schon heilfroh, wenn unsere gegenwärtigen erklärten Kandidaten für die Mandate im Landtag und im Bundestag auch mal in der Kommunalpolitik vorbeischauen würden. Es ist erschreckend, wenn man einfach mal mit einigen der Kandidaten unterhält und von denen erfährt, ich war noch nie auf einer Plenarsitzung vom Parlament. Moment, wo kandidierst du? Für Frankfurt. Jetzt wohlgemerkt, der Mitglied der stärkste und mit auch aktivste. Namhafte Piraten, jeder kennt von Twitter und überall. Und es sind nicht wenige. Ich habe mich da im Vorfeld von vielen Sitzungen bzw. auch von den Parteitagen mit denen detailliert unterhalten. Die gehen gar nicht hin. Wir haben keine Vernetzung, keine Verzahnung zwischen den Erfahrungen und dem, was in der Kommunalpolitik passiert und den wortstarken Aktivisten und Meinungsführern, die jetzt in die höheren Parlamente wollen. Und ich finde das ein ganz schönes Drama an und für sich. Weil daran messen wir uns letztendlich, aber wir bringen in uns selbst die Diskussion nicht auf den Punkt. Wir fordern die Mandatsanwärter nicht heraus und fragen sie, warum geht ihr nicht in eure eigenen Parlamente, warum setzt ihr euch damit nicht auseinander? Stattdessen verlieren wir uns in unglaublich weitführenden Diskussionen über alle möglichen sonstigen Themen. Sepp, ich weiß nicht, wann du dich gemeldet hast. Ich habe es eben erst gesehen, aber dann dir recht ist, würde ich die Runde machen und komm dann zu dir. Ja, Standschärfer mal. Gute Idee von dir, ja. Ich habe letztens getwittert,
für den Stream. Ich bin Herbert Förster, hier hat es ja jemand geschrieben, der möchte es mal wissen. Ich habe es letztens mal geschrieben, getwittert, suche persönlichen Referenten. Auf freiwilliger Basis wird auch viel geflauscht. Ja. Es hat genau eine favorisiert. Das war Thorsten Wirth, unser Mitarbeiter, der natürlich weiß, was da für eine Arbeit ist. Retweet wurde es nicht ein einziges Mal, schade. Aber es ist doch der Kern. Ich habe einen Beruf, ich habe eine Familie, ich habe nicht genug Zeit, neben der Kommunalpolitik auch noch auf der Kommunalpolitik-Liste mitzuschreiben und uns zu vernetzen und zu synchronisieren. Da braucht es Leute, die uns da unterstützen. Ja, ich bin mit dem Spruch angetreten, ich will nicht meine Politik machen, ich will Piratenpolitik machen. Und deswegen wollte ich auf die Liste. Dafür hat man mich auf den Spitzenplatz der Liste gewählt. Und es ist keiner da, der einfach mal kommt und sagt, ich helfe mit. Wenn ich eine AG mache, da kommen 2-3 Leute. Ja, immerhin. Und davon sind dann 2 Nicht-Piraten. Ja. Und so kann es nicht laufen. Martin produziert von sich aus Anträge über Anträge, hat für die aktuelle Runde, ich glaube, 6 oder 7 Anträge jetzt wieder gemacht. Ich habe da keinen gemacht. Und ich bleibe dabei. Ich will nicht meine Politik machen. Ich will mich nicht da hinsetzen und meine Steckenpferde vertreten, sondern ich möchte die Piraten vertreten. Ich möchte die Bürger vertreten. Das hat auch nichts mit imperativem Mandat zu tun, sondern das ist meine Art, wie ich Politik machen will. Ich kann mich da hinsetzen, kann mir was ausdenken. Das ist mein Ding. Das ist aber nichts, woran wir gemeinsam gearbeitet haben. Und letztens von der AG Asyl, dieser Antrag, ja, der war klasse. So wünsche ich mir das. Ja. Die Idee dahinter, was ausgearbeitet, dass wir es nur noch in unsere Form passen müssen, ja. Da braucht es keinen, der weiß, wie es funktioniert. Da braucht es einen, der weiß, wie man es ins Formular schreibt. Ja? Und so funktioniert es, so sollte es funktionieren. Aber dazu haben wir zu wenig Basis. Und ich sage es bei jedem Hessen-Campus, ich sage es bei jeder Gelegenheit, wo wir mit mehreren Piraten zusammensitzen, es machen zu wenige mit. Sie haben alle den Kopf in Landes- und Bundespolitik und wollen und wollen und wollen. Aber wie es ihre Straße geht, ja, interessiert sie nur, wenn sie den Baulärm vor der Tür haben, wie jeden anderen Bürger. Und dann wollen die sich über Bürgerbeteiligung unterhalten. Also bitteschön, da hört es auf. Ganz kurz einhaken, also auch an meiner Stelle ein ganz großes Flausch für den Arbeitskreis Asyl. Das ist nämlich so ein Asyl und Flucht heißt der, glaube ich. Ja, so heißt er. Das ist wirklich, das ist ein Beispiel, wie Zuarbeit und Zusammenarbeit aussehen kann. Also es war diese Anfrage gestellt, weil da kommt man wirklich Copy und Paste so reinsetzen, muss einfach nur halt mal gucken, ob alle Fragen auch passen für den eigenen Landkreis. Wenn Bürgeranfragen kommen, momentan kocht ja auch aufgrund in meinem Landkreis das Thema hoch, weil es ja diesen Filmbericht gab, auch mit dem Asylbewerber halt in meinem Landkreis. Und da sind wir auch bombardiert worden mit Anfragen von besorgten Bürgern, auch als Piratenfraktion. Und das war wirklich eine gute Zuarbeit, dass ich auch fundiert Antwort geben konnte zusammen. Und ich bin ja zusammen gemeinsam in der Fraktion mit Freien Wählern, die mussten zugeben, dass sie das Thema überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Die fanden das gut, was wir angefangen haben, haben das auch mitgetragen. Und weil du gefragt hattest, wie das, oder dein Vorschlag gemacht hattest, wie die Zusammenarbeit auszusehen hat. Meine Erwartungshaltung ist gar nicht, dass ich so perfekte Anträge bekomme, wie es beim AK Asyl zum Beispiel war. Meine Erwartungshaltung ist einfach nur, dass ich thematische Zuarbeit bekomme, dass ich halt zum Beispiel, worauf muss ich achten, welche Themen gern momentan, dass das Ganze in die richtige Form zu bringen, das sehe ich schon als meine Aufgaben an. Aber wenigstens eine Zuarbeit, die auch meinetwegen als Stichpunkt kommen kann, einfach eine Zuarbeit, diese Zeit, diese Themen zu identifizieren oder herauszuarbeiten, dass die mir jemand abnimmt, weil die kann ich dann für parlamentarische Arbeit wieder einsetzen. So, Ende von meiner Intervention. Ich wollte auch mal das Kritik sagen zum AGE, weil du gesagt hast, der Gerhard Reichenbach hat 5 Jahre gebraucht. Dann war er meiner Meinung nach der falsche Kandidat. 4. War der falsche Kandidat. Nein. Wir stellen noch nicht Leute ins Parlament, dass sie das lernen. Sie müssen schon. Ja, genau. Auf welcher Grundlage wurde denn so eigentlich, dass das der falsche Kandidat ist? Also, das ist ja nie zu sein gewagt. Du warst nicht dabei. Also. Wenn man die Hierarchien in Deutschland nicht kennt, Bundesratsinitiative. Nein, das war ja, sorry. Bitte jetzt keine Zwiegespräche. Ja. Ich finde es nur sehr merkwürdig, wenn man hier Leute ins Parlament sind und das lernen wollen dort. Das finde ich sehr merkwürdig. Ja, ich habe kurz noch einen Satz verstanden. Okay.
Ich denke, der kann ja Age-Steller sein, was er meinte, aber ich wollte... Also ich sag mal, es gibt keinen Ausschlussberuf, Parlamentarier oder so, ich sag mal, daher finde ich diese, das ist die Einstellung gerade ein bisschen daneben, weil du musst lernen, du lernst immer wieder neue Sachen auch dazu und auch meinen Beruf muss ich mich ständig weiterbilden, muss ich ständig neue Sachen lernen, ich glaube, das hat er gemeint. Okay, dann missverstanden. Nicht 4 Jahre lang die Grundlagen erstmal machen. Sag dir bitte doch die Namen wieder durch. Die gut. Ich nehme sie gerne euch alle noch dran, ich blicke gerade auf die Uhr, es ist 10 vor 12. Und ich würde gerne wenigstens ein kurzes Statement mit aus dieser Runde nehmen. Ich würde das den Diskurs sehr großartig fand. Aber vielleicht frage ich da gerade nochmal ein, dann gehe ich mit dem Set weiter rüber. Ich habe rausgehört, und damit bin ich mit dem Gefühl hier auch reingegangen, dass wir den unbedingten Willen haben, zumindest diese Runde, die hier steht, die Abgeordneten, die wir dort in den Landtag schicken, auch mit Know-how und Power zu unterstützen. Das finde ich ja ganz großartig, dass wenn wir das hier festhalten, dass wir quasi nicht nur Abgeordnete ins Parlament schicken, sondern tatsächlich Piraten. Und vielleicht kann man das noch irgendwo hinschreiben, dass es dann auch jeder noch weiß. Und dann will ich mit dem Set weiter. Okay, ich wollte eigentlich nur auf Peter antworten, der ja sagte, dass die Leute nicht mal ins Kommunalparlament gehen. Kommunalparlamente haben Öffnungszeiten, sehr unschöne Öffnungszeiten für Arbeitnehmer größtenteils. Ich war in Düsseldorf im Kommunalparlament, es hat mich erschreckt, wie diese Sitzung abgelaufen ist und was für Wortmeldungen da waren und wie der Oberbürgermeister CDU den Linken übers Maul gefahren ist, halt sie doch den Mund. Das war sehr unschön sowas. Aber ich weiß nicht, ob es was bringt, mehrere solche Sitzungen sich anzutun, solche Parlamentssitzungen. Eigentlich wären die Ausschüsse eher so der Punkt, wo man vielleicht rein müsste. Ich weiß gar nicht, ob man da reinkommt, ob man das darf überhaupt. Würde mich mal interessieren. Ja. Da ist allein schon die Wissenslücke erstmal. Ich war vielleicht nicht präzise genug. Ich meine genau das, was du auch gesagt hast. Also nicht nur die Parlamentssitzung alleine, sondern auch die Ausschussarbeit. Einfach die stärkere Verzahnung und Rückkopplung, was geht eigentlich in den Kommunalparlamenten ab von vielen, die jetzt rein wollen. Ja, das ist sogar noch viel wichtiger, weil Stadtparlament ist ein Kindergarten, das ist eine Show, da wird den Leuten was vorgespielt. Die eigentliche Arbeit findet in den Ausschüssen statt und die sind, und das ist wahrscheinlich überall so, von Bürgern fast nicht besucht, obwohl die öffentlich sind. Aber es kommen immer dieselben 3 Handels, die die gleiche Frage stellen. Und echte Öffentlichkeit wird nicht hergestellt. Wenn man Glück hat, kommt ein Mensch von der Presse, Journalist kommt vorbei, aber das ist auch nicht mehr der Fall. Im Stadtparlament, das ist einfach das Kasperletheater. Genau meine Worte, danke. Jens aus dem Harburg, Bienkopf. Der Herbert hat recht, die Basis muss mitmachen. Du hast auch recht, 95% erscheinen langweilig. Ich sehe es noch viel mehr als unsere Aufgabe an, die da in dem Parlament sitzen wollen oder schon sind, das Ganze auch wieder zurückzuführen. Also der Basis bzw. den Bürgern zu erklären, warum sie eben von diesen 95% scheinbar langweiligen Sachen durchaus betroffen sind. Welche Zusammenhänge denn da bestehen zu ihrem Leben und auch nach oben, aufgrund welcher Gesetze das Ganze langweilig ist und wo Änderungsbedarf besteht. Denn erst dann hat man Wissen und kennt Zusammenhänge und es entsteht vielleicht das Bedürfnis, sich zu beteiligen, weil man sieht, da müsste ich ja vielleicht doch mal Einfluss nehmen. Das ist im Wesentlichen, die Aufgabe halte ich für viel wichtiger im Sinne von Transparenz und Bürgerbeteiligung als Fließbandanträge zu produzieren, die abgelehnt werden. Aber auch das funktioniert nur, wenn man drin ist in dem System. Nur dann kann man es durchschauen und nach außen tragen und dann sagen viele Leute, ihr habt die Gelegenheit es zu begreifen, wenn ihr es mangelhaft findet, kommt vorbei und ändert es. Der Herbert hat es ja jetzt auch schon gesagt, er hat schon zigmal immer wieder appelliert, dass die Leute doch kommen sollen und helfen sollen und die Abgeordneten unterstützen sollen. Und ich habe es jetzt auch schon 100.000 Mal gehört von allen Seiten und ich befürchte halt, dass allein diese Appelle halt schlicht und einfach nicht reichen. Deswegen ist die Frage, ob es nicht vielleicht in irgendeiner Form auch sinnvoll wäre,
auf den Aufstellungsversammlungen vielleicht einen Pool von Leuten direkt mitzuwählen, die nichts anderes tun, als den Abgeordneten zuzuarbeiten, in irgendeiner Form durch Zustimmung. Ich weiß, willst du die zwingen? Also, wie willst du die dazu bringen, dass die so einmal Nein, aber dass ich Leute von vornherein, also dass man das in den Prozess mit hereinnimmt, dass man nicht nur Leute hat, die im Abgeordnetenhaus sind, sondern dass man direkt auch Leute hat, die bewusst dahin gegangen sind und gesagt haben, ich erkläre mich dafür bereit, es zu machen. Ja, das ist mir schon klar. Ganz kurz, jetzt bevor es ein Zwiegespräch ausbricht, ich denke auch, dass es schwierig ist, das zu wählen. Also ich wäre aber schon zufrieden, wenn es eine Menge an Leuten gäbe, die halt vorher so ein festes Commitment aussprechen. Ich denke mal, da ist schon der soziale Druck hoch genug, wenn die sich vorher dazu verpflichtet haben oder versprochen haben, Verpflichtnisse oder so, ein bisschen unberatig, die sich ja vorher zum Ausdruck gebracht haben, weil sie unterstützen wollen, da kann man nämlich dann auch dagegen halten, wie tatsächlich die Unterstützung aussieht. Also ich, aber das überregional. Ja, das kann ruhig überregional sein. Also es ist, ich denke, die kommunalen Themen und das, ich war ja auch zum Beispiel auf einem kommunalpolitischen Workshop in Münster-Westfalen. Wenn ich da mit den Leuten unterhält, die haben eigentlich genau die ganzen Probleme. Also ich denke mal, das ist, wenn wir hier querschnittlich irgendwas erarbeiten, das können wir bundesweit davon profitieren. Ja, Matthias Garscher, KV Frankfurt und Koordinator AG Geldordnung auf Bundesebene. Es ist natürlich ein Hessen-Campus hier und man diskutiert schwerpunktmäßig über Kommunal und die Landtagswahl, die ansteht. Aber ich wollte nochmal jetzt den Bundesaspekt ganz kurz mit einbringen, weil der vielen einfach nicht so bekannt hier ist. Also dort hat in den letzten 12 Monaten eigentlich ein organisatorischer Aufbau stattgefunden. Und als ich hier im KV Hessen im März war, bei der KV-Versammlung, dann beim Hessischen Landesparteitag Gernsheim, bei 2 Hessen-Campusen, ist mir aufgefallen, wie wenig die Vernetzung zwischen dem Landesverband Hessen und den Bundeseinheiten bisher da ist. Und das wollte ich eigentlich verbessern mit einigen anderen. Und deswegen bin ich immer da. Und auf der Bundesebene geschieht unheimlich viel. Wir haben Kontakte mit den Landtagsfraktionen, in NRW zum Beispiel. Die tun jetzt die Anfragen über die wissenschaftlichen Referenten direkt in die AGs leiten. Also, aber auf der Ebene natürlich, wo Bundespolitik oder Europapolitik auf Landesebene Berücksichtigung findet. Das vernetzt sich immer stärker. Wir haben ein Bundescamp in Essen gehabt, da wurde da diskutiert unter Johannes Führung über, wie wir uns vorbereiten auf die Bundestagswahl, was da für Fragen eine Rolle spielen. Andere Konferenzen wie die EUVICON haben sich über die Wirtschaftsthemen beschäftigt. Fredo ist heute nicht da oder vielleicht ist er in einem anderen Camp gerade. Er hat das Gleiche in diesem Schulterschlussantrag mit 5, 6 Bundes-AGs eine großartige Leistung verbracht. Also ich würde mich freuen, wenn einfach zwischen Landesverband und den Bundesaktivitäten eine stärkere Vernetzung stattfindet. Die ist nach meiner Meinung höchst notwendig. Ich denke auch, dass die Bundestagswahl vielleicht etwas zu früh kommt für uns, aber es geschieht unheimlich viel auf der Bundesebene. Das wollte ich bloß mal in den Landesverband hineintragen. Weil die Vernetzung muss auch aus der Basis kommen. Ja. Das müssen Basispiraten sein, die von Hessen aus eventuell in Bundes-AGs gehen. Ansonsten, also ich glaube, vom Vorstand kann das nicht irgendwie erwarten. Nee, habe ich auch nicht vorgeworfen. Ich will meinen Beitrag dazu leisten mit anderen hier und deswegen erscheinen wir ja immer. Aber das bedeutet nicht notwendigerweise, dass diese Leute, die sich da beschäftigen, jetzt in Kommunalpolitik gehen müssen oder in ein Stadtparlament, sondern einfach die Vernetzung zum Landesvorstand, zu den einzelnen Kreisverbänden hier, das soll hergestellt werden. Aber da würde ich direkt gerne drauf erwidern, weil du mich ja gerade die ganze Zeit anguckst. Habe ich nicht, auch das eine ist halt zu erscheinen, das andere ist zu kommunizieren. Das, was du jetzt gerade hier so erzählst, ist für mich jetzt das erste Mal, dass ich das in der Form mitbekomme. Und da würde ich mir dann wünschen, wenn du schon so lange in der Vernetzungsarbeit drin steckst, dass du da mal ein bisschen aktiver vielleicht auch mal das, zum Beispiel die PPH oder wie auch immer, mal kommunizierst, damit eben genau so eine Sensibilisierung und auch eine Beteiligung stattfinden kann, weil ich glaube, vielen Piraten, die wollen eben, was der Herbert vorhin sagte, vor der eigenen Haustür erstmal kehren und gucken, dass es vor Ort sich was verändert, bevor sie dann auf Bundesebene und so weiter halt. Nee, der hat genau das Gegenteil gesagt. Der hat gesagt, dass die Bürgerinnen und Bürger oder dass die Piraten Hessen und Landesthemen forcieren, aber vor der eigenen Haustür nicht gehen wollen. Ja.
Ja. Entschuldigung, dann habe ich das falsch verstanden. Also du hattest ja bewusst auch Landesverband und nicht Landesvorstand gesagt. Ja, ich muss da meinen Beitrag, der hat es mit seiner Kritik natürlich recht. Ich habe auf der BBH nur auf Anträge hingewiesen bisher, aber ich habe auch gar nicht gewusst und nicht Zeit gehabt. Die Vernetzung findet halt auch wirklich durch die Menschen statt, die wir hier im Landesverband haben. Das war auch für mich eine Motivation, dass ich zum Beispiel mich mit den Münsteranern kurz geschlossen habe, weil der Pascal, ich glaube, die Münsteraner, die waren ja die Ersten, die im Kommunalparlament drin saßen, die haben einfach die längste Erfahrung, dass ich mit denen halt ein bisschen ausgetauscht habe. Das läuft aber auch in AGs. Also ich sehe, dass die Bildungs-AGs sich jetzt bundesweit vernetzen. Okay. Und der Markus hat jetzt das Schlusswort. Ja genau, also ich wollte auch noch mal was sagen, weil zu sagen... Ja, bis 10 Uhr Zeit. 10 Uhr, okay. Okay, nicht der Schlusswort. Ja, okay. Also es ist halt schon wichtig, dass wir uns auch sozusagen auf Bundesebene vernetzen mit AGs und mit Leuten, die dort sozusagen programmatisch tätig sind. Weil wenn wir dann zum Beispiel in einem hessischen Landtagsparlament drin sind, wir können dann nicht auf Landesebene alle Themen abdecken. Dafür haben wir keine AKs oder AGs, die sich sozusagen mit Fachkenntnis in allen Themengebieten auskennen, sondern wenn wir Fachwissen haben, dann bündeln wir das auf Bundesebene. Also wir gucken, dass wir vielleicht zwei, drei Leute haben, die sich mit Katastrophenschutz auskennen oder mit Atomkraftwerken. Und die haben dann sozusagen Fachwissen, das man dann verschiedenen Landtagsfraktionen zur Verfügung stellt. Und ich sehe nicht, dass diese Bündelung aller Kompetenzen auf Landesverbandsebene funktionieren kann bei uns, weil wir einfach, weil die aktiven Quote dafür nicht hoch genug ist, dass wir im Landesverband alle Politikbereiche vollständig abdecken können. Das ist ja vielleicht auch gar nicht erforderlich, aber es ging ja vorhin um den Diskurs darum, was die Mandatsträger mit all den Vorlagen tun, die ihnen vorgesetzt werden. Ja, also man muss sozusagen nicht nur seinen Kreisverband fragen, sondern vielleicht auch mal darüber hinaus. Also sozusagen mit der Basis die Gesamtpartei meinen und nicht nur sozusagen Leute aus seinem direkten Umfeld. Ist natürlich schwierig, dass also wird sich nicht jeder aus Berlin für Frankfurter Kommunalpolitik gut begeistern, aber... Das ist ja auch nicht gemeint. Aber vorhin hat jemand im Pad geschrieben, ist da jetzt ein bisschen nach oben gerutscht, dass es doch großartig wäre, wenn sich in Hessen für das gleiche Thema eingesetzt würde wie auch in Berlin und nicht die Landtagsfraktionen konträr arbeiten zum gleichen Thema. Und das ist natürlich ein Wunsch, der von oben herab gesteuert wird, nämlich bestimmte Thematiken, die in allen Parlamenten, die sie hingehören, vielleicht gleich zu bearbeiten oder ähnlich zu bearbeiten. Aber es geht natürlich auch um die Frage, wie man mit Sitzungsvorlagen beispielsweise umgeht, die man im Rahmen seines Mandats bekommt. Was passiert mit denen? Also bearbeitet man die alleine? Das ist die Erfahrung, die viele Kommunalpolitiker machen. Oder aber trägt man die in einen großen Diskurs? Und wie viel Zeit hat man dafür überhaupt? Und ist das, was gerade Politiker machen, die wir in die Parlamente gewählt werden, das, was wir uns gewünscht haben, oder fehlt uns da irgendwas? Und wenn uns da was fehlt, was fehlt uns denn da? Und wenn uns was fehlt, welchen Anteil kann ich als Basisberat haben daran, dass ich das, was mir fehlt, da oben beitragen kann? Sagen, ich helfe dir bei was auch immer. Also das sind Diskurse, die da geführt werden. Das ist, von daher finde ich, also die Ebene, die du jetzt hineinbringen wolltest, ist so ein bisschen zu kurz gekommen. Das erklärt vielleicht auch einiges davon, wie so etwas läuft. Man bekommt tonnenweise Papiersitzungsvorlagen, die man beackern muss, und wenn du es ehrlich meinst, müsstest du zu jedem von diesen Papieren eine Meinung dir bilden, also kannst du dich abstimmen. Was machst du genau wie Robert Kahler, die enthalten dich zu geben ist. Die lesen die Sachen nicht durch. Aber wenn ich das will und wenn ich mir dazu eine Meinung bilden will, dann muss ich damit arbeiten. Und ich mache das. Deshalb sage ich vorhin, ich wollte gar nicht jammern. Aber noch lieber wäre es mir, wenn es noch fünf andere mitmachen würden. Weil dann würde ich mich mit denen kurz schließen können. Oder am besten noch das in den Diskurs tragen. Das ist aber bei 100 Vorlagen relativ schlecht möglich. Ich stelle auch immer fest, dass wir stellen ja alle Sitzungsvorlagen online. Auch sonst macht das auch niemand. Und ich stelle fest, wie oft die runtergeladen werden. Und die meisten Downloads bei uns sind nicht Piraten, sondern die Verwaltung in Wiesbaden. Und das heißt, deshalb sagte ich vorhin, es gibt eine Printschuld und eine Rotschuld. Das heißt, die Sachen nur auf die Homepage zu stellen, reicht eventuell nicht. Es muss sich auch jemand die Sachen runterladen. Und es muss auch jemand bereit sein, sich das anzuschauen. Und es muss auch jemand bereit sein, sich dazu eine Meinung zu bilden. Und vielleicht auch das nochmal, das, was du vorhin gesagt hast, die wollen nicht vor ihre eigenen Haustür kehren. Sie finden es vielleicht, wie du sagtest, uninteressant. Kann sein.
Aber als Mandatsträger hat man nun mal das Ding in der Tasche. Man muss sich dazu äußern. Es geht gar nicht anders. Außer man sagt irgendwie, es wäre ein Scheißegal. Ich habe 5 Anträge in diesem Zirkus gemacht und alles andere, da habe ich mich immer enthalten. Das habe ich euch ernst gemeint. Ja, ja, ich sag, ich will das ja auch gar nicht kritisieren. Das ist nicht mein Anspruch. Und das sollte auch nicht der Anspruch der Mandatsträger sein, die wir hier heißen wollen. Also nur noch mal ganz kurz um auf die Kommunalpolitiker in Bezug auf die Landtagswahl zu werben. Also ich glaube, es sollte mal jedem klar sein, übrigens bin der Sascha, Entschuldigung, sollte jedem klar sein, was wir da für eine Goldgrube eigentlich haben. Ja? Also auch die AKs, die inhaltlich arbeiten, können die kommunalen Mandatsträger schon nutzen, um die ersten Informationen für ihre inhaltliche Arbeit zu bekommen. Ja? Genauso wird man uns aber sicherlich auch zur Landtagswahl fragen, hey, ihr sitzt doch schon im Parlament, was habt ihr eigentlich erreicht? Und jeder, der da nicht beihilft, dass wir da Erfolge haben, ja, der muss sich hinterher auch fragen lassen, ja, warum haben wir denn vielleicht jetzt schlechte Presse oder warum hacken die auf uns um und stellen fest, dass wir vielleicht an manchen Stellen gar nichts geleistet haben, obwohl wir da sitzen. Ja. Also steht und fällt alles und ganz, ganz viel mit den Kommunalen und den Mandatsträgern derzeit. Die sind enorm wichtig und das kann ich nur sagen. Und jeder, der für den Landtag kandidiert, von dem erwarte ich, dass er diese Leute unterstützt. Ohne Scheiß. Weil mit denen wird alles stehen und fallen. In naher Zukunft. Tut mir leid. Meine Meinung. Geht gut, wenn du meinst. Ja, ich bin der Tumay. Für mich ist die Sache einfach, wenn wir es nicht schaffen, auf kommunaler Ebene, eben, du hast es vorhin mit dem Lernen und Lernkurve gesagt, wenn wir es nicht schaffen, eben auch die Defizite, und das warst du auch, der das gesagt hat, die, also aus den Defiziten, also die zu erkennen, also identifizieren und analysieren, ja, Vorschläge raus zu erarbeiten und mit diesen Vorschlägen als eben nächsten Lernschritt dann in parlamentarischer Arbeit auf egal welchem, auf welcher Gliederungsebene, sei es kommunal, Land oder Bund, reinzubringen, dann sind wir naiv. Ja? Und dann muss ich sagen, dann sind wir bei Wünsch dir was und ich will in die Parlament und wir müssen das jetzt sofort, dann muss ich sagen, da hat jemand den Schuss noch nicht gehört. Ja? Es reicht nicht aus, nur einfach nur zu sagen, wir wollen und wir müssen in die Parlamente. Und wir haben jetzt mit, was sind es, 1,5 Jahre die Möglichkeit gehabt, reinzugucken. Unsere ganzen Mandatsträger im Moment auf kommunaler Ebene, wenn ich das höre, alle sagen das Gleiche, die haben zu wenig Unterstützung aus der Basis. Und wenn das so anfängt, im Kleinen, wie soll es denn im Großen werden? Ja? Bloß weil wir dann vielleicht mit einer Fraktion da sitzen und Gelder bekommen, dann können wir uns die Leute kaufen, prima. Aber ich bin Pirat geworden, weil es hier ums Prinzip geht, weil wir hier angetreten sind, um wirklich was zu verändern und nicht einfach nur zu sagen, naja, jetzt sitzen wir im Parlament, jetzt kaufen wir uns die Ressourcen. Klar, es ist Arbeit und es ist, wie du so schön sagtest, dicke Bretter bohren, man braucht viel Zeit. Aber wenn man jetzt noch nicht bereit ist, was dafür zu tun im Kleinen, sondern nur gegen Bezahlung, dann sind wir nicht besser als die Etablierten. Ja. Entschuldigung. Obwohl es aber eine Frage der Qualität ist, ich meine, wo ist das Problem? Ja. Das Problem ist nicht, dass die Aktiven nicht wollen und sich nicht mit den Mandatsträgern beschäftigen wollen. Ich würde mich eben gerne mit Mandatsträgern beschäftigen wollen, aber ich mache nebenbei noch... Nein, ich will ja so, dass das Problem ist doch, dass die Leute, auch die wieder hier sitzen, so 90%, die gleichen Leute sind, die in diesen Landesverband auf ihren Kreisbänden eh schon die meiste Arbeit machen. Und das ist das Problem. Das Problem ist, dass wir diese Arbeit auf 10 Schultern aktuell verteilen müssen, viel mehr Aktive bei uns gewinnen. Es wird nicht besser, die Arbeit wird ja noch mehr. Die Arbeit auf Landesebene wird nicht weniger werden. Das weiß ich doch. Ja. Aber wir können es eben in unserem Kreis, den wir hier bilden, aktuell aktiv, nach wie vor im Landesverband, können wir es nicht lösen. Das lösen können wir nur, indem wir mehr Leute dazu bringen, sich aktiv mit einzubringen. Das ist dann da. Meine Kritik geht genau an die Leute, die ich sage jetzt mal, von außen sich hinstellen und sagen, wir müssen in die Parlamente. Ja, und lassen genau die jetzt in den Parlamenten sitzen, hängen. Ja gut, die sagen aber auch, wir müssen dies, das und das, das ist doof und das nicht. Die kannst du nicht hängen lassen. Das war das mit dem sonstigen Thema. Zum Schluss den Bogen noch wieder schlagen, jetzt zur Realität sozusagen. Bei den anderen Parteien ist es auch nicht anders. Also das ist kein typisches Bratenproblem, das ist ein typisches Politikproblem. Uns fällt es halt auf, weil wir einen anderen Ansatz haben. In den anderen Parteien
dann wird es akzeptiert, dass es da einen Vorturner gibt, der sagt, wo es lang geht, und der Rest ist nur Stimmvieh, der soll halt im richtigen Moment die Hand heben. Wir haben einen anderen Anspruch an uns selber, und deshalb fällt uns das als erster auf, und wir begreifen das nicht als Merkmal des Systems, sondern als Fehler des Systems. Aber dann welche Antworten haben wir da drauf? Das können wir dann nächstens noch antworten, weil wir haben uns jetzt hier als letztes nochmal die Bitte, das Saalmikro durch den Saal zu reichen. Das können wir leider auch nicht mehr realisieren, aber vielleicht für den nächsten Slot nochmal. Dann vielleicht einfach nochmal ganz kurz hochgehen, was da noch geschrieben wurde, damit wir können vielleicht auch kurz was eingehen, weil eine Minute haben wir noch. Eine Minute haben wir noch. Damit wir reichen. Gehst du jetzt du bist? Oh, das ist auch schön. Könnt ihr kurz euren Namen nennen? Ich bin seit 4 Jahren dabei. Das ist gut. Man darf unmöglich alle kennen, aber das ist einfach ja, also mein Name ist Hendrik Santolotta, ich bin Fraktionsvorsitzender aus Wiesbaden. Das noch kurz meine Vorstellung am Ende. Und Norbert, du kannst auch nochmal. Ja, ich bin Norbert Rücker, ich bin Fraktionsvorsitzender im Kreistag Darmstadt-Dieburg. Gratulation dazu. Beim nächsten Mal machen wir für den Zwiebeln auch eine Vorstellungsrunde. Das wollten wir eigentlich auch machen, aber ich dachte, wir kennen uns alle. Ich habe alle Gesichter gekannt, dass wir kennen uns eben. Aber daran, dass es von außen welche gibt, die sich kennen, habe ich gar nicht gedacht. Dankeschön.